Hallo, Schmuckelstern, aufgepasst! Wir haben neue Kollektionsteile von iCrush und zu einem hammermäßigen Preis, aber nur in kleiner Stückzahl. Das heißt, wenn weg, dann weg. Schnell sein, die sind ab jetzt freigeschaltet. Ich fange mal an mit dieser schönen Kette, weil Luisa hat gesagt, Mama, die habe ich auch, die ist so toll, die musst du unbedingt nehmen. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Wasseroberfläche und je nachdem, wie man sich bewegt, bewegt sich das auch von der Optik her mit. Und die habe ich nicht nur in Edelstahl genommen, sondern auch in Edelstahl vergoldet. Das sieht doch aus wie goldenes Wasser, oder? Von beiden Seiten, das ist so ein bisschen so gemuldet und man kann ja gucken, was die Lieblingsseite ist, ob eher mit der Mulde oder mit der Delle nach außen. Und da die Y-Kette bei euch so wahnsinnigen Erfolg hatte, habe ich die auch nochmal mit feineren Gliedern genommen, hier allerdings nur in der vergoldeten Variante. Dann das hier ist eine Kette, die ein bisschen länger ist, wer also einen kräftigen Hals hat, der ist mit dieser Kette gut dran. Das ist schon auf der kleinsten Öse. Dann hängt das tiefer als meine Kette, die ich jetzt anhabe. Und hier unten ist so ein kleiner Bergkristall. Und den kann man sich auch ein bisschen so drehen. Der wird natürlich immer wieder mit dem Stein nach unten gehen. Aber man kann den sich auch mal ein bisschen so herumdrehen. Dann das absolute Highlight. Und da müsst ihr mal gucken, das zeige ich euch auch gleich bei mir am Arm. Das sind zwei Armbänder. Und die... Ich hoffe, dass man das sehen kann. Die funkeln wie verrückt. Kann man das sehen, wie die funkeln? Ich denke schon. Und ich euch die Ohrringe zeige. So, mal das ordentlich weg. Zeige ich euch nochmal das Armband. Alle, die dieses Armband hier sehen, was ich hier so liegen habe, sagen, boah, Michaela, ich brauche dieses Armband. Und Luisa erzählt, im Laden bei iCrush stehen die Mädels, die Schmuckverkäuferin, die haben dir alle das Armband, gibt es in Edelstahl oder auch wieder Edelstahl vergoldet. Und die stehen den ganzen Tag in diesem schönen Schmucklicht und dann machen die so. Und ich erwische mich auch, dass ich irgendwo, wo so Deckenstrahler sind, dann stehe ich und gucke, weil ich finde Glitzer so schön. Ich bin ja nicht das typische Mädchen, so mit Handtasche und so. Aber Glitzer, das fasziniert mich. Und ich glaube, man kann es sogar so ohne Spotlicht sehen, was das für eine Brillanz ist. Und auch, ne? Wenn weg, dann weg. Ich kann die eventuell nachbestellen, aber erst Ende des Monats. Weil iCrush ist selber on Tour und da nehmen die alles mit, was sie haben für Messen. Und bringen dann den Rest wieder zurück. Und weiß man, haben die dann den Rest ausverkauft oder nicht? Ich weiß es nicht. Also meine Stückzahlen sind nicht so riesig groß, aber wer schnell ist, der kann sich zum Beispiel das hier schnappen, weil das ist der absolute Hammer. Und pst, billiger als bei iCrush. Hier ist es nochmal im Schächtelchen, das Armband. Einmal in Edelstahl und in Edelstahl vergoldet. Der eine mag so, der andere mag so lieber. Ich bin ja eher so die Silbertante. Luisa hat es mit goldener Fassung. Muss jeder überlegen. Dann, was bei iCrush auch ein Wahnsinnsrenner ist, ist dieser Earcuff. Also ich habe mich da belehren lassen, was das ist. Das ist ein Ohrring, den man auch tragen kann, wenn man kein Ohrloch hat und auch keins haben möchte, sodass man das hier einfach nur so einhängt und auch das ist ein sehr, sehr schöner Glitter-Effekt, weil das ist genauso wie das Armband. Es gäbe auch noch eine Kette, aber die war mir schon sehr eng. Und da ich ja weiß, die meisten meiner Mädels, die hier zuschauen, haben auch eventuell etwas kräftigeren Hals, habe ich die erstmal nicht genommen. Die könnte ich dann auf Nachfrage auch besorgen. Wie sehen denn die anderen Ohrringe aus? Ich habe ganz klassisch an die Kreole gedacht, weil die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber die kommt gerade wieder. Hier haben wir einmal diese Spiraloptik. Ich nehme mal eine raus. So. Im Shop kann man sie dann am Ohr getragen sehen. Ich habe Ohrlöcher, die sind schon so lange nicht bespielt. Die möchte ich jetzt nicht durchstechen, vielleicht die Tage mal, aber im Moment lasse ich meine Ohren noch so, wie sie sind. Oder auch hier die goldene Kreole, also vergoldet, Edelstahl vergoldet oder wieder hier
nur in Edelstahl, so pur. Ist ganz, ganz leicht, das Ohr hängt damit nicht so runter. Und dann haben wir nochmal diesen Earcarf auch wieder mit der vergoldeten Fassung. Also, Earcarf, vergoldete Fassung, Edelstahl. Kleine Kreolen in Edelstahl oder Edelstahl vergoldet. Hier diese gedrehten, sehen ein bisschen aus wie Nudeln, aber schöner. Die Armbänder und die Ketten, die ich euch eben gezeigt habe. Ganz neu im Shop, aber wer weiß, wie lange. Also dieses Armband, ne? Ich kann euch nur raten, macht das. Lasst euch das schenken zum Valentinstag. Schenkt es euch selber oder verschenkt es doch. Hm? Wer jetzt leer ausgeht, kein Problem, kann mir eine E-Mail schreiben. Michaela, ich möchte das vorbestellen. Aber wie gesagt, das wird erst Ende Februar, weil die Sachen sind auf Messe unterwegs. Oder ihr müsst nach München oder wo die dann gerade sind. Nein, das wäre doch viel zu teuer. Dann müsst ihr eben noch mal 2, 3 Wochen warten. Also, bis dann. Funkel, 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 funkel. Und dann stehe ich da und gucke und gucke und gucke.